Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.3. Ich bin schon wieder zu doof, um aufs Lagergelände raufzufahren. Und ja, wir haben gestern Obst und Gemüse hierher gebracht zum Lager, zum Zentrallager. Und jetzt gucken wir mal, was wir denn hier spawnen können, was wir denn überhaupt noch im Lager haben. Und was vielleicht irgendwo gerade, also ich habe mich gerade dafür entschieden, zu Aldi zu fahren. Weil bei Aldi gibt es zum Beispiel Pommes und Chips, können die gut gebrauchen. Speiseöl könnten die auch noch gut gebrauchen. Wir gucken mal, was wir hier haben. Ob wir da irgendwas von haben. Speiseöl haben wir nicht da. Kartoffeln. Kartoffeln, waren die nicht auch irgendwo weit oben? Kartoffel sagt bei Aldi. Naja, weit oben waren sie nicht, aber die waren da, sagen wir es mal so. Pommes. Ladung. Chips. Ladung. Jo, haben wir. Pommes und Chips. Bei Lidl. Bei Aldi. Mark und Sahne bei Lidl. Da haben wir ein bisschen. Dann haben wir auch. So eine Kartoffelsack bei Aldi, ne? So. Los, spawn dir einen Wolf. Das ist schön, haben wir hier mal genau nochmal 5000 eine Palette oder 4000? 5000 ist eine Palette. Das jetzt kommen noch von jedem noch 11 Paletten. Passt gar nicht. Ja, dann können wir auch noch Kartoffelsack gleich spawnen eigentlich. Jetzt passen ja nur noch 8 Paletten drauf von jedem. Kommen aber noch 10. Dann spawnen wir jetzt gleich direkt den Kartoffelsack mit und fahren dann mit dem Doppelgespann zu Aldi und verticken das da alles. Los, 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 werdet fertig hier. Fertig. In der Zwischenzeit kann ich mal eben gucken. Ich hätte vielleicht andersrum steppen sollen. Ja. So, der ist fertig. Und den fahren wir jetzt eben zum Hafen. Ups, ach, Hopfen. Alles Hopfen hier. Alles für die Brauerei. Müssen wir haben. Gar keine Frage. Wir müssen unbedingt wieder Bier produzieren. Mit Bier und Schnaps verdienen wir am meisten Kohle. Im Moment, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie es mit Fleisch ist. Aber hiermit produzieren wir, hiermit verdienen wir dann richtig Asche. So. Viel wir denn da voll kriegen an auf unserem Trailer. Weil, ne?
müssen ja auch nicht alles immer nur auf Teufel komm raus einlagern und einlagern und einlagern. Da haben wir ja auch irgendwann nichts mehr von. Ah, da steht auch noch ein Gespann von uns rum. Wir fahren jetzt erstmal hier gegen. Wir bringen hier erstmal ein bisschen Diesel hin. Jetzt nicht überwältigend viel, aber... Der ist voll. Dann machen wir gleich hinten Autoload an. Und fahren hier mal durch. Oh, Chips ist leer. Pommes ist leer. Mal ausschalten. Ladung aus. Ladung aus. Schön. Wir kriegen hier noch Paletten draus. 1. Dann passen noch 4 hin. Was war bei Aldi denn noch teuer? Kirsche. Nee. Obstler. Reiseöl. Tomaten. Dann holen wir noch ein bisschen Tomaten. Bis wir da soweit fertig sind. Die erste müsste ja schon gespawnt haben. Jo. Tada. Los, Kartoffeln sind hier gleich weg. Kann ich ein Stück vorfahren. Und dann kann ich endlich die Tomaten aufladen. Na los, komm, letzter Rest. Jawohl. Wunderbar. Ladung aus. Cool. Jo. Wird ja jetzt hier weggehen, aber hab so ein bisschen Schiss, der die ganze Zeit so eine scheiß Palette rumsteht. Wenn der eigentlich voll ist. Und da, aber ich kann jetzt auch nicht hier die ganze Zeit rumstehen und warten, oder? Geht auch nicht. Ah, ist auch nicht so sauber hier mit dem Stapel. Palettengröße doch etwas unterschiedlich. Lass mich kurz hier durchgehen.
Sahne, Butter, Quark, Joghurt, machen wir alles noch hier. Sollen wir alles verticken? Sind wir richtig reich, glaube ich. Vier Paletten noch. Und dann geht's ab zu Aldi, wo es all die guten Sachen gibt. Na los, kommt, 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 kommt. Zwei Paletten noch. Und danach, wenn wir bei Aldi sind, gucken wir, welches Feld wir kaufen, ob wir eins kaufen. Oder ob wir das Geld einfach erstmal behalten. So, komm. Letzte Palette. So. Schnell hin. Und Ladung aus. Genau. Und ab zu Aldi. Jetzt geht's los. Wir zeichnen gleich mal einen Cosplay-Kurs auf. Einen Überführungskurs zu Aldi. Weil den kann man ja bestimmt vielleicht irgendwann nochmal wieder verwenden. Schauen wir mal. Kann ja Sinn machen. Ich habe so das Gefühl, jetzt zu Aldi fahren, alles verkaufen. Und dann gucken, ob wir ein Feld kaufen und wenn ja, dann auch wirklich ein Feld kaufen. Das wird somit eine der letzten Tätigkeiten, die wir so machen in dieser Folge. Aber ich habe heute Nachmittag noch eine. Nein, da braucht ihr also keine Angst haben, dass da irgendwas zu kurz kommt. Mal gucken, wir dann heute noch oder morgen oder spätestens Dienstag vielleicht schon mit der Ernte anfangen können. Müssen wir mal schauen, wie die Felder so, wie der Zustand der Felder ist. Das sehen wir dann. Da werden wir dann doch einige Felder belegt, sag ich jetzt mal. Ausholen natürlich mit diesem langen Gespann. Aber auch das wird funktionieren. Sag ich jetzt mal. Natürlich hier ein ganz schöner Hickhack hier so, immer diese Kurven. Verkehr darf uns hier sowieso nicht entgegenkommen. So. Nehmen wir jetzt einen kleinen Umweg, ich fahre jetzt nicht hier rechts rum, ich weiß gar nicht mal, ob es ein Umweg ist, aber es ist, glaube ich, finde ich, einfacher zu fahren. Da hinten an der Holzverarbeitung vorbei. An der alten Holzverarbeitung, in der Version 1.4, die ihr jetzt bei mir hier irgendwann die Woche sehen werdet. Und die aber ja auf der Homepage vom Fat Action schon... Ja, in der Version ohne Gräben vielleicht gestern rausgekommen ist. In der Version mit Gräben vorgestern oder sogar schon Donnerstag. Ja, da gibt es ja noch eine neue Holzproduktion im Norden. Eine ganze Holzindustrie, wo ich dann auch Holzkohle produzieren kann und so. Und wo ich vor allem auch nicht mehr selber unbedingt in den Wald fahren muss zum Bäume fällen, sondern wo das übernommen wird. Oh. Das Sägewerk steht still. Produktion ist voll. Also die Holzpaletten.
können wir auf dem Rückweg vorbeifahren und können uns darum kümmern. Aber das seht ihr jetzt in dieser Folge nicht mehr. Das seht ihr dann heute Nachmittag in der Folge. Wir fahren jetzt nur noch eben zu Aldi. Sehen mal zu, dass wir hier alles verkaufen. Um unsere Gelduhr noch weiter nach oben zu drehen. Täuscht. Geht das nämlich hier rum zu Aldi und ich hatte recht. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass wir hier alles unterkriegen in dem Verkaufstrigger. Schauen wir mal, wie wir das machen. Ich fahre erstmal voll dagegen. Achso. Holzungspunkt will ich nicht setzen. Will ich auch nicht. Will auch keinen Abladepunkt. Aufnahme beenden. Ja gut, das ist jetzt nicht der ideale Punkt, aber ja, schreiben wir mal auf. Lager. Aldi. So. Ja, da wird er sich dann immer verfahren, aber egal. So. Wir müssen hinten auch abladen. Hier sind die schon fleißig am Abladen. Hoffentlich sitzt das alles irgendwie im Trigger drin. Hier nicht ideal, muss man sagen. Also zum Abladen mit dem Gespann ist das hier nicht schön. Wie dem auch sei. Ich bedanke mich bei euch. Ich ja, freue mich, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like. Und abonniert mich vielleicht sogar. Das würde mich natürlich auch freuen. Und noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr heute Nachmittag wieder einschaltet. Bei der nächsten Folge von Let's Play LS17. Hier auf der nordfriesischen Marsch-Map. So, das liegt alles im Trigger drin. Bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob die noch im Trigger liegen. Schmeißen wir jetzt einfach mal im Trigger. Ich sitze auch im Trigger. Im Trigger. So. Nehmen wir die noch eben. Und dann schauen wir mal. Ja, in diesem Sinne sage ich euch. Ah, die liegen aber drin. In diesem Sinne sage ich euch dann mal ciao und vielleicht bis heute Nachmittag.